Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu SpongeBob Schwammkopf, mein Bikini Button. Und ja, es gab jetzt schon lange Zeit keinen Part mehr von diesem Projekt. Und das aus einem ganz simplen Grund. Ich drehe mir eben kurz wieder meinen Sound leiser. Ich habe mir was überlegt. Und zwar, das Projekt, das läuft ja jetzt eh schon relativ lang auf meinem Kanal, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ne? Ich habe das am 8.6.2015 gestartet. Das waren 12 Tage vor meinem Geburtstag. Deswegen kann ich mich daran noch relativ gut erinnern. Und ja, langsam aber sicher haben wir hier wirklich schon einiges erreicht. Und wir machen halt auch wirklich in den ganzen Parts ständig nur dasselbe. Ich starte das Spiel, hole mir hier von jedem Charakter die Belohnung ab, weil ich die halt immer wieder in das Haus reinschicke, ne, ihr wisst's. Und hoffe dann auf neue Rezepte, neue Gebäude, ein Level-Up, auf sowas halt in der Art. Und dadurch kommen wir halt relativ wenig weiter. Und ich möchte mal eben kurz hier was gucken. Hier brauchen wir Kokosnüsse. Haben wir die schon? Ja, hier hinten. Hier haben wir Kokosnüsse, aber nur zwei. Wahnsinn. Auch ein Grund, ne? Jetzt sitzen wir hier wieder ewig dran, bis ich drei Kokosnüsse habe für den guten Kerl hier. Wahnsinn. Hilft nix. Und das Ding, und da habe ich mir was überlegt, was wir denn jetzt aus dem Projekt machen können. Weil ich möchte das eigentlich ungern jetzt länger auf meinem Kanal haben. Was jetzt wahrscheinlich sehr viele schockieren dürfte. Weil das ist ja das Projekt, was euch am meisten zusagt. Weil ich bin so gesehen irgendwie der Einzige, der das auf YouTube macht. Und es gibt keinen anderen, der da irgendwie das so lange durchhält wie ich. Wir haben ja jetzt schließlich schon fast die 40 Parts, glaube ich. Ich habe hier gesagt, wir machen bis ich das Maximum an Level Up, Level 30 hier oben. Ne? Ihr erinnert euch, bei Glück bis zu Level 30 habe ich gesagt, mache ich das. Und jetzt auf einmal heißt es, nee, doch nicht mehr. Da dürft ihr euch schockieren, schätze ich mal. Weil dann habt ihr wieder nichts mehr zu gucken. Aber ihr merkt auch, dass der Spaß langsam nachlässt. Und aus dem Grund musste ich mir was überlegen. Wie gesagt. Und deshalb habe ich mich mal hingesetzt und habe mal so geguckt, weil ich möchte eigentlich in den Projekten hier bei SpongeBob My Bikini Button würde ich lieben gerne über SpongeBob-Themen reden. Und von euch bekomme ich ja relativ wenig Themenvorschläge, ist mir auch aufgefallen. Soll jetzt keine Beschwerde sein, ne? Gott sei Dank, ihr auch genauso unkreativ seid wie ich, aber, ne? Das Ding, und habe ich mir gedacht, ich mache das Projekt ab sofort nur noch, wenn irgendwelche total interessanten SpongeBob-News zum Vorschein gekommen sind. Und dann gibt's das jeweils Samstag. Da sammle ich dann alle zusammen an SpongeBob-News, bis ich denke, ja, damit kann ich einen Part füllen. Und dann kommt eben der Part am Samstag. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr jeden Samstag einen Part, sondern nur noch, wenn ich genug News habe, die es würdig sind, euch mitzuteilen. Dann gibt's wenn einen Part. Alles klar? Ich denke ja. Und aus dem Grund habe ich mir auch hier schon mal auf meinen klugen Zettel hier, so ein wunderschöner dicker A4-Zettel, die man benutzt für Referate zum Beispiel. Wenn man sich da einen Notizzettel macht, dann sollten die ja besser dicker sein, die Notizzettel, ne? Erinnert euch? Wow, ich habe da jetzt wirklich einen Krabbenburger gegeben. Wahnsinn. Wollte ich eigentlich nicht. Da habe ich halt extra so dicke Zettel, ne, so wie die im Fernsehen auch benutzen. Und da habe ich aus Versehen so einen dicken anstatt einen dünnen Zettel mir gegriffen. Und jetzt steht das halt alle hier auf den dicken Zettel drauf. Kann ich nichts machen. Egal, macht ja schließlich auch keinen Unterschied, auf welchen Zettel da drauf steht. Aber ich habe mir sehr, sehr viele News geholt aus dem Internet. Da waren auch sehr, sehr viele interessante News dabei. Und aus dem Grund schätze ich, dass wir für die nächsten zwei Wochen definitiv genug News haben. Und aus dem Grund sollte ich vielleicht heute auch mal anfangen. Die Sache ist nur, wie die meisten wahrscheinlich mitbekommen, bei solchen Spielen hier lasse ich mich gerne mal ablenken. Und aus dem Grund könnte es sein, dass die News nicht relativ gut rüberkommen. Aber ich werde natürlich wieder mein Bestes geben, um euch die News so gut wie möglich mitzuteilen. Zuerst möchte ich jetzt aber, ne, ihr merkt schon, ich lasse mich wieder ablenken. Möchte ich hier ein bisschen Ketchup zubereiten. Ein bisschen Ketchup muss sein. Und dann hier werfe ich, glaube ich, ja, hier brauchen wir definitiv Tomaten heute, den ganzen Part. Will ich hier Tomaten reinwerfen. Und dann
Ein Krabbenburger und zwei Mini-Burger warten wir. Sowie fünf Brötchen können wir hier reinwerfen. Alles klar. Wie sieht's hier aus? Hier müssen wir auch noch ein bisschen was zubereiten. Dir kann ich ja mal deinen Wunsch erfüllen. Der ist relativ einfach zu erfüllen. Und dann könnte ich auch noch mal hier in den Barkmarkt gucken. Da gibt's relativ wenig, was mich interessiert heute. Tut mir leid, lieber Barkmarkt. Dann bereite ich... Ich würde gern das hier zubereiten. Haben die so eine Soße? Natürlich haben die keine solche Soße. Alles klar, dann bereiten wir einmal das hier und nochmal das hier. Okay, geht halt nicht anders. Bereiten wir das zweimal zu. Und hier könnten wir ruhig ein bisschen Schokolade zubereiten. Gut. Und dann gucke ich mir hier auf meinen relativ klugen Notizzettel. Ich habe mir auch hier einen roten Stift zurechtgelegt, damit ich auch abhaken kann, was ich denn schon erzählt habe. So, also wie bereits gesagt, SpongeBob ab jetzt unregelmäßig. Nur noch, wenn ich genug News habe, damit sich ein Part auszahlt. Das hätten wir dann schon mal abgehakt. Des Weiteren, was die meisten wahrscheinlich, was die wenigsten von euch wahrscheinlich wissen, ist, dass die Entwickler von SpongeBob, die Machen von SpongeBob, so Audio-CDs rausbringen, bei denen so Lieder von SpongeBob drauf sind. Jetzt nicht die Originallieder, ne, die in der Serie vorkommen, sondern so Lieder, die öfters im Radio laufen, von berühmten Sängern zum Beispiel. Ne, nehmen wir einen, den jeder kennt, Michael Jackson. Gibt's zwar nicht auf den CDs, aber nehmen wir einfach mal Michael Jackson und der gute SpongeBob, der covert den Song und macht da einen anderen Liedtext draus. Und dann kommt das Lied auf eine CD drauf. Da gibt's extrem viele CDs schon davon. Das letzte war, glaube ich, das... Oh, was? Da weiß ich nicht, wie das hieß, tut mir leid. Auf jeden Fall gibt's da relativ viele CDs davon. Und wenn sich das gut verkauft, ich bin ja auch ein Riesenfan davon, es gibt 5 CDs derzeit. Und hier habe ich, oh, Krabbenburger en masse. Da können wir direkt mal ein paar Wünsche erfüllen gehen, wenn das so aussieht. Und wie gesagt, es gibt 5 CDs zurzeit. Ich habe die alle. Habe ich alle hier rumliegen. Und natürlich verkauft sich das auch relativ gut, wenn der Ultradacht schon hat, dann, ne? Und aus dem Grund haben die es sich hier dran gesetzt und eine neue CD gemacht, auf die ich mich ebenfalls riesig freue. Die Lieder da drauf sind meiner Meinung nach relativ schwach. Und das Lied, die neue CD trägt den famosen Titel Schwammoses Album. Schwammos mit Doppel-M. Ich glaube aber, Schwammos schreibt man mit 3M, ne? Schwamm mit Doppel-M und Moos, dann nochmal mit einem M. Aus dem Grund, ich glaube, das sollen eigentlich 3M sein. Ich glaube, da ist ein Rechtschreibfehler drauf, aber, ne? Kann ich jetzt schwer sagen. Schreibt's mir mal in die Kommentare, ob man das mit 2 schreibt oder mit 3. Würde mich definitiv sehr interessieren. So, jetzt kommen wir hier ein bisschen Zucker. Ja, und wie man sieht, ich lasse mich schon extrem ablenken. Auf der CD sollen 15 Lieder drauf sein. Die Lieder sind schon bekannt, also welche da gecovert werden, könnt ihr schon auf Amazon reinhorchen. 30 Sekunden jeweils in jedes Lied. Amazon Lieder, einfach schwammoses Album, ein schwammoses Album, genau. Eingeben bei Amazon und dann könnt ihr euch da die Lieder mal kurz reinhören. Da wäre zum Beispiel das Lied Cheerleader von, ich habe keine Ahnung, wer das singt, aber das läuft relativ auf dem Radio, aus dem Grund kenne ich das und ich mag das auch relativ. Das Lied ist ein cooles Lied. Von, wie gesagt, weiß ich nicht. Das Lied ist da drauf, ist gecovert von SpongeBob und Patrick und die haben da draus nicht Cheerleader gemacht, die haben da draus Skilieder gemacht. Also Skifahren, ne? Skilieder. Weil die dann irgendwie nicht richtig verstehen, was der Typ da singt. Aus dem Grund haben die dann einfach gesagt, ja, es sind Skilieder. Und wenn ihr euch das Lied komplett sogar schon anhören wollt, das ist auf den YouTube-Kanal von SpongeBob Lieder hochgeladen. Einfach mal bei YouTube eingeben, SpongeBob Lieder oder Skilieder, wie ihr wollt. Dann dürft ihr finden, SpongeBob und Skilieder, irgend sowas in der Art dürft ihr finden. Und ansonsten SpongeBob Musik, glaube ich, heißt der Kanal. Da haben die die volle Version von dem Lied hochgeladen und könnt euch das anhören. Außerdem, was ich noch sagen kann, was ich noch weiß, ist ein relativ schwaches Lied und zwar das so ein Gute-Nacht-Lied.
ist da drauf. Das ist eben eins von den letzten Liedern dann wieder, weil die SpongeBob-CD endet meistens damit, dass, also die denken halt, dass sich die Kinder die Lieder anhören, wenn sie schlafen gehen, und da sollte die CD dann auch mit so einem Schlaflied enden. Bestenfalls. Es ist ein relativ schwaches Schlaflied. Ich glaube, der Mond ist aufgegangen oder so. In SpongeBob-Style. Nur mit anderen Liedtext. Wie bei allen anderen Liedern auch. Und was Grandioses, auf das ich mich schon übelst freue, die haben ja bei der letzten CD das SpongeBob-Titellied gecovert und daraus eine lange Version gemacht, wo SpongeBob mal zum Singen gekommen ist, Patrick mal zum Singen gekommen ist, Mr. Krabs zum Singen gekommen ist, Sandy ist auch noch zum Singen gekommen, und da hat halt jeder so eine Strophe des SpongeBob-Lieds gesungen, des Titelsongs, ne, mit denen, alles klar, Kinder, ei, ei, Captain, geht das nicht lauter? Das hat halt jeder eine Strophe mal gesungen. Und das haben die jetzt auch wieder gemacht mit einem berühmten SpongeBob-Lied. Und da haben die eine längere Version draus gemacht. Und auf das freue ich mich ja jetzt schon riesig, denn es ist das Lied, was ich komplett auswendig kann, in drei verschiedenen Sprachen, und zwar das Lagerfeuerlied. Die haben aus dem Lagerfeuerlied eine längere Version gemacht, eine 3 Minuten 50 Version oder so, wie halt so ein normales Lied halt normalerweise dauert. So um die 3 Minuten, ne, ihr wisst's. Dauert das ja immer. Und da haben die halt eine Version draus gemacht, eine längere. Und die ist auf der neuen CD drauf. Und darauf freue ich mich, wie gesagt, riesig. Die CD soll am 26. Februar erscheinen. Ihr könnt sie derzeit, wie gesagt, auf Amazon vorbestellen. Oder ihr habt natürlich wieder Spotify. Da könnt ihr euch die CD jedes Mal kostenlos anhören. So ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr kein Geld dafür ausgeben wollt. Spotify, runterladen. Und dann einfach die CD anhören. Wie ihr wisst, Spotify gibt es ja auch Premium für 10 Euro im Monat. Braucht ihr aber nicht. Könnt ihr euch auch die Werbung einfach anhören. Ist ja nur eine Minute und dann geht's eh direkt wieder weiter. Ist relativ egal. So sieht's aus. Natürlich, wenn ihr Spotify unterstützen wollt, habe ich auch nichts dagegen. Dann könnt ihr gerne da ein Monatsabo dalassen. Ist mir ja relativ egal. Ich hab's nicht. Ich bin da relativ geizig, was dort angeht. Zahl auch nicht Amazon. Prime habe ich auch nicht. Oder Netflix oder was es da sonst noch alles gibt, habe ich nicht. Gut, hätten wir eine ganze Menge abgehakt. Und dann geht es weiter mit. Wir können die News ja mal kurz bringen. Und zwar der Sprecher von Blaubarschbube ist leider gestorben. Vor nicht allzu lange Zeit. Moment, ich guck mal eben, was haben wir denn heute? Heute haben wir den 20. Das heißt, vor 16 Tagen ist der Sprecher von Blaubarschbube gestorben. Was sehr interessant ist, was wahrscheinlich die wenigsten wissen, ist, dass es zwei Sprecher von Blaubarschbube gab. Und zwar einen Sprecher, der Blaubarschbube während der ersten Staffel bis zur dritten gesprochen hat. Und dann einen Sprecher, der ihn von der vierten bis zur sechsten Staffel gesprochen hat. Und, ja, der von der vierten bis zur sechsten ist gestorben. Wie es mit den ersten von der dritten bis zur dritten Staffel aussieht, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass der auch schon tot sein dürfte. Aus dem Grund gibt es auch derzeit relativ wenig, Blaubarschbube, mehr Informationen und Blaubarschbube folgen, weil eben der Sprecher tot ist und, ja. Das waren so Special-Charaktere. Ich glaube, für die findet man echt schwer irgendwie neue Sprecher. Genauso wie für SpongeBob. Mr. Krabs ist auch ein epischer Sprecher. Patrick kann man leicht Ersatz bekommen. Thaddeus ist auch schwer zum Ersetzen, muss man schon sagen. Doch, doch. Das sind, glaube ich, zwei schwer zu ersetzende Charaktere. Ist auf jeden Fall von uns gegangen. Schade, schade. Ich glaube, der Sprecher von Meerjungfrau ist aber schon früher gestorben, weil da gibt es so ein Bild, das hat damals seinen Rundgang gemacht im Internet, wo Blaubarschbube vor einem Grabstein stand und da stand Meerjungfraumann drauf. Schade. Aus dem Grund halt, wie gesagt, weniger SpongeBob-Folgen zur Zeit mit den beiden. So, ja, das können wir auch noch kurz reinhauen, das hat Zeit. SpongeBob läuft ab sofort wieder auf Nicktoons. Toons. T-O-O-N-S. Ist ein Sender von Nick.
den man nur per Pay-TV empfangen kann. Und dort laufen die Folgen für die 5. bis, ich glaube, 8. Staffel demnächst wieder an. Und ob die ersten und die nachfolgenden Staffeln dann dort später wieder gezeigt werden, steht derzeit noch nicht fest. Genauso wie halt derzeit auch noch nicht feststeht, ob es auf den Sender wieder Vorpremieren gibt von SpongeBob-Folgen. Denn damals, als der Sender ja das erste Mal da war, da... Jetzt habe ich wirklich den Sound gecrashed. Nice, ich habe den Sound gecrashed. Wechseln wir mal rüber zu Patchy. Damals auf den Sender, bevor der ihm das erste Mal gestoppt wurde, sind noch Vorpremieren von neuen SpongeBob-Folgen da drauf gelaufen. Und ob das jetzt eben wieder der Fall ist, ob die da wieder Vorpremieren zu SpongeBob-Folgen machen, steht noch nicht fest. So. Was haben wir sonst noch, was wir noch schnell abhaken können? Ich würde nämlich ungern mit der total großen News heute noch loslegen. Die packen wir dann in den nächsten Part. Das heißt, unbedingt einschalten nächste Woche Samstag, wenn ihr wissen wollt, was für grandiose News ich noch für euch habe. Das habe ich eigentlich auch schon erwähnt. Heißt, das brauche ich auch nicht sagen. Gut, damit den dritten Kinofilm wisst ihr wahrscheinlich eh schon, das habe ich schon relativ groß angesprochen. Eine Zeitschrift, irgendeine, weiß gerade nicht welche, auswendig, verkündet, dass der Film 2019 in den Kino starten soll, was so viel bedeutet wie, wir haben noch eine ganze Menge Zeit bis dahin. Yay. Aber ich denke weniger, dass es wirklich bis 2019 dauern dürfte, weil, naja, der zweite SpongeBob-Film, der war vielleicht ein halbes Jahr in Entwicklung und... Dann war er schon in den Kinos. Aus dem Grund, ne? Ich glaube nicht, dass das bis 2019 dauern wird. Ich glaube, den werden wir schon relativ früh bekommen in die Kinos. Aber genau kann ich natürlich nicht sagen. Ich bin ja kein Angestellter dort. So, dann würde ich noch gerne zu Plankton in den Abfalleimer gucken. Was machen wir denn dort? Da können wir eigentlich mal sowas hier wieder machen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Na, ihr wisst Bescheid. Und apropos dritter Kinofilm. Steht zwar immer noch nicht fest, um was es in den Kinofilm geht. Aber die Entwickler von SpongeBob haben auch die 11. Staffel von SpongeBob angekündigt. Ja. 11 Staffeln. Und dabei ist die 10. noch nicht mal fertig. Die ist weder in Englisch noch in Deutsch noch nie mal fertig ausgestrahlt. Ich glaube, noch nie mal fertig erstellt, die kompletten Folgen. Das Skript ist, glaube ich, für jede Folge der 10. Staffel schon fertig. Aber sie haben eine 11. Staffel angekündigt. Ne? Never change a running system, wie es so schön heißt. Simpsons, South Park, SpongeBob, die zählen halt wirklich dazu. Die machen weiter, bis alle Sprecher tot sind. Gefühlt. So sieht's aus, 11. Staffel bestätigt. Wir können uns also auf weitere 2 bis 3 Jahre SpongeBob freuen. Und da kann ich auch direkt nochmal Phineas und Ferb erwähnen. Da fand ich das von den Entwicklern relativ klug gewählt, denn die haben Phineas und Ferb zu einem Ende gebracht. Die haben gesagt, nach der 4. Staffel gibt's keine weitere Staffel mehr. Aus dem simplen Grund, wir wollen nicht übertreiben. Wir haben zugesehen, das ist jetzt genau zitiert von denen, was die gesagt haben. Wir haben gesehen, wie andere Episoden, andere Fernsehserien zu Ende gegangen sind. Traurig zu Ende gegangen sind. Und wir wollen nicht, dass das auch zu Phineas und Ferb wird, dass auch bei Phineas und Ferb geschieht, dass eben die Staffeln immer schlechter, dass immer die Folgen schlechter und schlechter werden, bis es dann überhaupt niemand mehr gefällt und dann nur noch zu Tode gehatet wird. Wir wollen, dass Phineas und Ferb ein tolles Ende finden und aus dem Grund beenden wir Phineas und Ferb eben mit der 4. Staffel, was in meinen Augen ein wirklich grandioses Finale war. Aber gut. SpongeBob macht weiter. Ob wir das nun gut oder schlecht finden sollen, ist jedem selbst überlassen. Gut, das nächste Mal geht's um neue SpongeBob-Folgen. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr definitiv den nächsten Samstag euch im Kalender vormerken. Für heute war's das mit den News. Ich hoffe, ich habe euch einiges Interessantes erzählt.
was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Das wäre definitiv sehr cool. Und jetzt gucke ich noch eben, was ich denn noch machen könnte, damit wir den Party zu einem tollen Ende bringen, über das ich mich auch freuen kann. Hier könnte ich noch einen Saft reinwerfen gleich. Das werde ich auch definitiv machen. Und hier werfe ich... Habe ich nicht. Ja. Da muss ich, glaube ich, die mal machen. Mache ich, glaube ich, auch ein paar mehr. Schadet nicht. Gut, das waren die News für heute. Und wie gesagt, nächstes Mal mehr News. Vielleicht gibt es auch nochmal News zum schwammosen Album. Ich glaube, nächste Woche. Doch, bis zur nächsten Woche ist es sogar schon erschienen. Bis nächsten Samstag. Samstag erscheint das, glaube ich. Oder Freitag. Ja, Freitag. Freitag erscheint das Album. Nächste Woche. Also kurz vor meinem News-Part. Das heißt, ich werde mir das Album dann schon angehört haben. Und dann werde ich euch erzählen können, wie mir denn die Lieder auf dem Album gefallen. Das schreibe ich mir auch mal kurz auf. Album anhören und erzählen. Die anderen Alben haben mir alle extrem gut gefallen. Waren epische Lieder. Haben mir richtig gut gefallen. Natürlich für SpongeBob-Geschmack, ne? Und ansonsten können wir es, glaube ich, dann sein lassen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Salat reinwerfen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bin der Ultra. Das war SpongeBob Schwammkopf, mein Bikini Bottom für heute. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit dem Scheiß hier. Und ja, bis dahin. Tschö, tschö. Euer Ultra. Na, was haben wir denn hier? Ein neues Rezept. Algensalat. Oh yeah.